Die asiatischen Märkte, die waren heute Morgen schon wohl bewegt, allerdings in der Summe doch letztlich ein Nuller-Ergebnis, mehr oder weniger, man schwankt hier plus minus null. Je nachdem, wo man hinguckt, Tokio bzw. Hongkong und Shanghai, hat aber in der Summe nicht wirklich einen Einfluss, wie ich denke. Der mag da also eher ein bisschen die ruhige Kugel schiebend. Allerdings hatten wir ja genügend schon gesehen in den letzten Stunden oder Tagen sowieso, was den amerikanischen Markt angeht. Das ging hier ja tapfer nach oben. Also insofern gibt es eigentlich gar keinen Grund, hier an der bullischen Ausrichtung zu zweifeln. Er ist tapfer wieder gestiegen, hat die Schlappe, die er eingefangen hat, ja wieder wettgemacht und damit sollte eigentlich alles wieder in Ordnung sein. Aber ist dem tatsächlich so? Die Frage ist noch nicht endgültig gelöst, denn eigentlich wäre ein etwas größerer Rücksetzer immer noch wünschenswert gewesen. Der könnte aber nun doch noch folgen, denn erstens mal die Bewegung, die wir jetzt zum Schluss hatten, die ist fast ausgelutscht. Kann man das wirklich so sagen? Der Markt ist doch so stark. Ja, tatsächlich. Im Moment gibt es noch keinen Grund zu shorten. Aber wir sollten aufpassen, denn es ist nicht gesagt, dass sich das Ganze jetzt noch weiter wiederholt und ewig so fortsetzt. Solange allerdings die Abwärtsbewegungen eher wackeliger Natur sind, ist es natürlich in Ordnung, dass man hier dann nochmal auf Ausbrüche nach oben, gucken Sie sich einfach den jüngsten Chart an. Sie haben mannigfaltige Beispiele, an welchen Stellen man dort wie in den Markt eben kommen kann. Also da einfach mal reingrätschen, das ist sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung, das kann man auf jeden Fall tun. Allerdings, wir müssen damit rechnen, dass alsbald jetzt der Markt mal ein bisschen einen Dreh erfährt, ein bisschen korrigiert. Ich glaube, das wäre mehr als natürlich und auch ein ganz normales Marktverhalten. Euro und Dollar, das Währungspaar ist tapfer auf der Abwärtsseite unterwegs und da sieht es eben genau umgekehrt aus, nämlich die scharfe Bewegung nach unten und wackelig nach oben. Also auch hier, denke ich mal, könnte ich mir eine Fortsetzung noch im Moment zumindest mal nach unten sehr, sehr gut vorstellen. Es wäre charttechnisch zumindest mal das natürliche Bild. Also insofern würde ich da durchaus der Sache nochmal anhängig sein. Umgekehrt beim Crude Oil haben wir eine sehr zügige Bewegung nach oben gehabt. Jetzt im Moment so ein bisschen wackelig. Es ist leider nicht so 100% das Muster, was ich habe. Nicht so die Klarheit in dem Bewegungsverlauf, den ich mag. Aber ansonsten, oder das ich mag, aber ansonsten, jetzt muss ich ein bisschen Platz machen, da will doch jemand raus hier. Ansonsten ist das mehr oder weniger, aber dieses Verhalten, nämlich scharf in eine Richtung und wackelig nach unten, sprich eigentlich die Long-Seite wäre nochmal zu erwarten. Wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich sogar sagen, komm nochmal ein bisschen runter und gib dann erstmal richtig hier Stoff nach oben. Ich kann mir vorstellen, das wäre das schönere Bild. Ansonsten nachrichtenseitig heute Morgen GfK. Index, Consumer Index aus Deutschland, relativ früh schon, habe ich noch keine Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten heute Mittag haben wir um 14:30 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr Daten aus Amerika. Alles nicht so wirklich die erste Reihe an Daten, aber trotz alledem mit Chancen, dass man da ein bisschen was rauslesen kann. Ich glaube 14:30 Uhr sind Außenhandelsdaten aus Amerika. Aber insgesamt muss man sagen, an sich nicht die Daten ersten Ranges. Trotz alledem, zumindest mal temporär, kann man mit Bewegung auch zu diesen Uhrzeiten dann rechnen. So, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass es bei Ihnen läuft heute, dass Sie auf der richtigen Seite unterwegs sind. Ich verabschiede mich mit dem morgendlichen Gruß nach Deutschland. Hier ist es schon Nachmittag, aber mit den besten Wünschen aus Tokio. Bis zum nächsten Mal.